Oh, Junge, Junge, ein Video über Fortnite. Was zur Hölle hat mich denn dazu getrieben? Und dann habe ich es noch nicht einmal gespielt. Also was zur Hölle könnte ich über dieses Spiel sagen? Und ihr habt recht. Eigentlich nichts. Ich habe keine Meinung zu Fortnite, außer dass ich mir zu 100% sicher bin, dass es kein Spiel für mich ist. Aber dieses Spiel fasziniert mich enorm. Denn ich habe in meinen ganzen Jahren im Internet jeden Hype miterlebt. Und egal, ob es Skyrim war, Pokémon Go, Minecraft oder GTA, ich habe noch nie ein Spiel erlebt, bei dem ich das Gefühl hatte, dass es wirklich jeder auf der Welt spielt. Gut, Pokémon Go erst ja, aber dann später nicht mehr. In meiner Switch-Freundesliste sehe ich zu 90% nur noch Fortnite aufblinken. Sobald Leute herausfinden, dass man Spiele mag, wird man nach Fortnite gefragt. Auf Twitch sieht man teilweise so viele Fortnite-Streams wie insgesamt andere Spiele. Und die Schulhöfe werden regiert von diesem Spiel. Woher ich das weiß? Nun, weil die Schulhöfe die letzten paar Wochen in meinen Markt gewandert sind. Die Lehrer hatten keine Lust mehr, die Schüler sowieso nicht. Es war sowieso viel zu heiß für den Klassenraum und so kamen sie bei mir Eis kaufen. Ausgefallen sind Stunden auch ständig und die Schüler hingen bei uns im kühlen Laden ab. Und ich hörte nur noch eines. Fortnite, 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 Fortnite. Aber wie kommt das? Wie kann ein derart normales Spiel so polarisieren und die gesamte Welt von dem Bildschirm ziehen? Es sieht jetzt nicht hübsch aus. Musik ist eh egal. Es hat eigentlich nichts großartig Revolutionäres. Es bietet nichts großartig Einzigartiges. Also warum zur Hölle spielt es jeder? Wieso ist schon längst egal, ob Frankreich oder Kroatien Weltmeister geworden ist und wer es verdient hat und wer nicht, sondern dass Griezmann einen Fortnite-Tanz aufgeführt hat? Wieso ist das eigentlich so gehypte PUBG mittlerweile eigentlich fast vergessen? Woher kommt diese Faszination Fortnite? Räumen wir mal die erste Hürde aus dem Weg. Macht Fortnite Spaß? Also ist es ein gutes Spiel? Ja, ganz offensichtlich. Der Battle Royale Modus sorgt für eine tolle Mischung aus Taktik, Zusammenspiel in einem Team aus bis zu 4 Spielern, Skill und Chaos. All die Ressourcen und Händlerbots, Lamas und so weiter, die spawnen ja zufällig. Die Maps sind immer anders und der Sturm, der ja nach einiger Zeit das Spielfeld kleiner macht und begrenzt, ist ein tolles, nicht kontrollierbares Element. Dann ergeben sich noch so tolle Psychospiele im Sinne eines Risk-and-Reward-Systems. Da vorne liegt halt eine total gute Ressource, sagen wir ein Lama rum. Man will das ja haben. Aber natürlich könnte es auch ein Köder sein. Da können natürlich jetzt andere ein bisschen campen und auf einen lauern, um einen dann anzugreifen. Geht man also das Risiko ein, jetzt an die Ressource zu kommen, geht aber vielleicht dann das Risiko ein, da angegriffen zu werden? Das ist schon irgendwie cool. Man kann durch so viele Tricks und Spielchen Leute umgehen, verarschen und töten, dass ich das Gelächter im Voice quasi mithören kann. Aber weiter ins Detail kann ich auch gar nicht gehen, muss ich auch gar nicht. Das Spiel macht halt Spaß. Das erzählen mir alle, die es wirklich mal gespielt haben. Abgesehen natürlich davon, wenn man bemerkt hat, dass es einfach nichts für ihn ist. Nicht jeder muss Spaß an Fortnite haben, aber es macht sehr vielen Leuten Spaß. Dann ein Faktor, der vielen anderen Spielen gefehlt hat. Minecraft zum Beispiel. Fortnite ist also auch noch irre cool. Man baut sich was und ballert und tötet Leute. Was kann cooler sein? Minecraft, so toll das Spiel auch sein mag, hatte seine Startschwierigkeiten, weil es halt ein reines Kreativspiel ist. Man baut. Das ist jetzt gar nichts gegen Minecraft. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will. Fortnite ist einfach sofort als cool empfunden und angesagt. Was vor allem natürlich für Jugendliche ein ganz entscheidender Faktor ist, das auch mal zu testen. Und dann kann man das auch noch auf jeder Plattform spielen. Quasi überall und immer. Jeder kann Fortnite spielen. Und zwar wirklich jeder. Egal ob arm oder reich, denn der mit Abstand wichtigste Faktor für den Erfolg von Fortnite, es ist umsonst. Umsonst, das ist geil. Alles was Geld kostet, ist schlecht, wie man ja bei Mario Run gesehen hat. 10 Euro für ein mega geiles Handyspiel? Nee, niemals. Lieber ein schlechtes Free-to-Play-Spiel spielen und dann aus freien Stücken 50 Euro dafür kaufen, das ist viel besser, weil ich hab's ja freiwillig ausgegeben. Aber erstmal war es ja umsonst. Diese so seltsame, verquere und irgendwie auch beschränkte Sichtweise hat sich so immens implementiert heutzutage, dass Fortnite mit seinem Modell einfach genau richtig kam. Pokémon Go hat doch auch gezeigt, wie man mit einem eigentlich irre schlechten Spiel und einem Hype Milliarden umsetzen kann, wenn das Spiel erst einmal umsonst war. Und kommt ganz im Ernst, Pokémon Go war ein Scheißspiel am Anfang. Es hat sich viel getan, aber nein.
Hätte das Spiel auch nur 1 Euro gekostet, das wäre nichts geworden. Und dann ist Fortnite aktuell ja noch nicht mal ein schlechtes Spiel, aber es ist umsonst. Das führt dazu, dass es in relativ kurzer Zeit einfach jeder wenigstens mal getestet hat. Und wenn jeder es spielt, dann wollen alle anderen ja auch dabei sein. Wenn in der Schule alle nur noch über Fortnite reden, dann will man mitreden. Also spielt man es auch. Ist ja auch kein Ding, ist ja umsonst. Diese Einstiegshürde, die man zum Beispiel hatte, als alle Skyrim gespielt haben, man selbst hat aber keine 50 Euro, dieses Problem ergibt sich mit Fortnite nicht. Es geht auch noch schnell downzuloaden, wird überall angepriesen, man kommt einfach schnell ran an das Spiel, also ist die Verlockung groß, es mal zu spielen. Warum auch nicht, kostet ja nichts. Dass die Entwickler heute Milliarden einnehmen, ist bekannt. Dass Streamer und Turnierspieler Millionäre sind ebenfalls. Versteht mich übrigens nicht falsch, ich will nicht sagen, dass Fortnite kein Geld wert gewesen wäre, sondern dass ein Preis, egal wie gering, den Einstieg für die meisten einfach als Hürde irgendwie genommen hätte. Denken wir uns doch mal stattdessen das neue Smash Bros. Oder GTA 5, das ja jetzt schon das erfolgreichste Spiel ever ist. Stellt euch mal vor, komm, mach mal die Augen zu. Sind die zu? Ja, natürlich nicht. Wer macht bei sowas schon jetzt echt die Augen zu? Also gut, nehmen wir mal an. Los, Augen zu jetzt! So, und jetzt versuchen wir uns mal eine Dimension vorzustellen, die beschreibt, wie abartig krass der Hype wäre auf jeder Plattform Smash Bros. Und es ist umsonst. Mind offiziell blown. Klar würde Nintendo durch Ingame-Käufe, die sich dann natürlich so auf Kämpfer-Skins, vielleicht Extra-Fähigkeiten oder anderes irgendwie beziehen, die könnten damit viel Geld machen. Oder man kann Kämpfer, die man ansonsten aufwendig freispielen muss, für Geld freischalten. Natürlich jetzt nicht in so einer EA-Dimension, sondern einem fairen, nicht Pay-to-Win-System. Ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Alter, es würde einfach jeder spielen! Ein Pokémon-MMO, in dem man mehr als genug kaufen könnte. Bälle, Kostüme, Fahrräder, Bären und. Wenn das erst einmal umsonst wäre, auf jeder Plattform, alter Falter. Free-to-Play muss nicht einfach in der heutigen Zeit immer nur so auf Candy Crush-artige Spiele beschränkt sein oder Cash-Cows wie Clash of Clans, das man ja ohne Geld gar nicht spielen kann. Epic Games hat einfach clever erkannt, dass Leute es einfach erst einmal geil finden, wenn etwas umsonst ist. Dann muss es nur noch spaßig, cool und zugänglich sein und schon hat man gewonnen. Ich bin fasziniert von Fortnite, von diesem Hype, von diesem Erfolg und erkenne diesen auch neidlos an. Ist nichts für mich das Spiel, aber als 200 Schüler in meinem Markt standen und ich nur noch Fortnite hörte, da merkte ich auch einfach, wo die Urwurzel der Intention lag, als die meisten sich Fortnite holten. Sie wollten dazugehören. Gemeinsam mit den Freunden ein spaßiges Spiel erleben. In den Ferien zusammen beim Kumpel lustige Abende verbringen, da übernachten oder einfach per Headset verbunden bis in die Puppen Fortnite spielen und dabei gemeinsam lachen, Spaß haben, Freunde finden oder Freundschaften vertiefen. So wie wir früher mit Counter-Strike, World of Warcraft, Diablo oder Mario Party oder in meinem Fall dann halt auch gerne Smash Bros., Mario Party 2, Pokémon Colosseum oder Mario Kart 64 oder wie viele Leute habe ich bei den ganzen Abenden in World of Warcraft kennengelernt. Die Zeit mit Freunden in einem Spiel gemeinsam ist einfach die beste Zeit. Und im Moment vereint halt Fortnite die Spieler. Mir hat sogar mal ein Freund, der Lehrer ist, erzählt, dass dieses Spiel den Schulhof komplett vereint hat. Er muss so viel weniger Elterngespräche führen aktuell, weil es einfach weniger Probleme gibt mit den Kindern. Mobbing und Prolls und sowas, das ist zurückgegangen. Sie spielen alle Fortnite und haben ein gemeinsames Interesse gefunden. Und das ist bestimmt nur eine der vielen Geschichten, die dafür sorgen, dass Fortnite von 1 Milliarde Menschen wahrgenommen wurde, als ein Franzose mit einem L vor der Stirn rumspringt. Fortnite ist faszinierend. Und obwohl ich es einfach kein Spiel für mich empfinde, ist jeder Grund, der Leute zusammenbringt und vereint, ein guter Grund. Denn auch wenn wir das mal öfter vergessen, das ist immer noch das Allerbeste, was wir haben. Und zwar uns gegenseitig. Alle gemeinsam als Gamer.